bin hier vom Ort, der Bäckermeister Rudolf Posselt aus Kaufbeuren. Ich darf hier bei den Querdenkern die Ansicht als Geschäftsinhaber darlegen. Mit meinen 71 Jahren zähle ich zu den angeblich gefährdeten Menschen. Ich bin dabei, mich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückzuziehen. Meine Tochter hat dieses Jahr ihr drittes Kind bekommen. Deshalb ist es mir noch nicht gelungen, mich ganz zurückzuziehen. Bereits vor über 40 Jahren haben wir Bio-Vollkornbrot gebacken mit frisch vermahlenem Korn nach Dr. Schnitzer. Deshalb informiere ich mich viel über alternative Medien und habe daher eine andere Sichtweise als Menschen, die sich vorwiegend über die Mainstream-Medien weiterbilden. Im Mai hatte ich einen Bericht ausgelegt mit der Überschrift Gesunde Kost, der bessere Schutz vor Pandemien. Dr. Rüdiger Dahlke hat in einem Video darauf hingewiesen, dass Dr. Bircher Benner, bekannt durch das Bircher Benner Müsli, bei der spanischen Grippe 150 Erkrankte in seine Klinik aufgenommen hatte. Alle seine Patienten konnten seine Klinik mit seiner gesunden Frischkost und Naturtherapien wieder gesund verlassen. Außerdem bezichtigte ich in diesem Bericht die Medien der Lüge und wies auf die andere Sichtweise von Dr. Wodak, Dr. Köhnlein und Dr. Bakti hin. Daraufhin bekam ich viele Beschwerden meiner Kunden. Sie sagten, sie würden nicht mehr einkaufen kommen, da ich diese große Gefahr verharmlosen würde. Ich solle nicht so dumm sein und diesen bösen Verschwörungstheoretikern Glauben schenken. Daraufhin schaute ich öfter die Tagesschau an. Ich stellte fest, dass die Mainstream-Medien berechtigte Kritik größtenteils ausblenden und ehrbare, angesehene Ärzte und Wissenschaftler diffamieren oder ignorieren. Die Mainstream-Medien und Zeitungen sind nicht mehr die vierte Gewalt im Staat. Sie sind Propagandaorgane von Großkonzernen und der Hochfinanz. Deshalb wird mit diesen Lockdown-Maßnahmen noch vielen Mittelständlern und Einzelhändlern die Lebensgrundlage entzogen werden. Noch glauben die meisten Bürger den Mainstream-Medien und ich kann daher verstehen, dass viele Bürger und Geschäftsleute die Querdenker als ihre Feinde ansehen. Da diese mit ihren Demonstrationen gegen die schützende Maskenpflicht für die Ausbreitung dieses gefährlichen Viruses verantwortlich sind. Nach Auskunft des Ordnungsamtes sind wir Geschäftsleute verpflichtet, Kunden, welche keinen Attest vorlegen können, das Betreten des Geschäftes zu verweigern. Andernfalls drohen uns hohe Geldbußen oder Geschäftsschließung. In einem großen Supermarkt mit hunderten Kunden fallen 2 bis 3 Maskenbefreite wesentlich weniger auf als in einem kleinen Geschäft. Die Kleingeschäfte sind somit gezwungen, die Maskenbefreiung strenger zu kontrollieren. Deshalb bitte ich die Querdenker, die kleinen Geschäfte und ortsansässigen Märkten, die noch nicht Großkonzernen unterworfen sind, großzügiger zu sein, falls ihr trotz Maskenbefreiung zu streng auf die Maskenpflicht hingewiesen werdet. Weltweit wird verkündet, dass ein ganz gefährliches Virus Menschen tötet. Dr. Wodak, Dr. Köhnlein, Dr. Bakti und andere Kritiker hatten von Anfang an gesagt, dies ist keine Pandemie, sondern es wird mit einem Test, der für den Nachweis einer Infektion nicht zugelassen ist, Angst und Panik verbreitet. Nicht das Virus ist die große Gefahr, sondern die falschen Maßnahmen. Allejenigen, welche mir vorwerfen,
Ich würde gefährliche Ansichten des Virusverharmlosers Dr. Köhnlein weiter verbreiten, bitte ich über Folgendes nachzudenken. Die Ärztin Felicia Kleinmeier hat Dr. Köhnlein vorgeworfen, dass seine kritischen Äußerungen die Anwendung der antiviralen Therapie im Zusammenhang mit Covid-19 torpediert hätten. Damit hat sie bestätigt, dass viele deutsche Ärzte den Warnungen Dr. Köhnleins mehr Glauben schenkten als den Empfehlungen der Pharmalobby. Die Folge davon war, dass in Deutschland keine Übersterblichkeit eintraf, wogegen andere Länder trotz tausende Tote durch falsche Therapien zu beklagen hatten. Falls Dr. Köhnlein Unrecht hätte, dann hätte man ihn schon längst verklagt und nicht verantwortungslos ignoriert und beschimpft. Eine verantwortungsbewusste Regierung Merkel würde der Sache gründlich nachgehen und untersuchen, wie viele Menschen sind durch falsche Therapien weltweit getötet worden. Waren es Tausende oder Hunderttausende? Weiterhin würde ich sie gründlich untersuchen, welche Therapien waren erfolgreich? Welche führten häufiger zum Tod oder Langzeitschäden? Doch all dies wird nicht gemacht. Für unabhängige Ärzte und Wissenschaftler hat unsere Regierung kein Geld. Jedoch die Milliardensummen für die Pharmaindustrie kennen keine Grenzen. Bereits 2005 hat Horst Seehofer gesagt, gegen die Pharmalobby kann die Politik keine vernünftige Entscheidung durchbringen. Er sagte wörtlich, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Damit hat er schon 2005 kundgetan, wir werden nicht von unseren Politikern regiert, sondern von globalen Großkonzernen und der Hochfinanz. Schon vor 10 Jahren ist es Big Pharma gelungen, mit Angstverbreitung vor der Schweinegrippe ein Milliardengeschäft durch den Verkauf von Impfstoffen zu erzielen. In Deutschland dürften die Kritiker im Fernsehen vor der unnötigen und gefährlichen Impfung damals noch warnen. Die Warnungen wurden in Deutschland gehört und in Deutschland ließen sich nur wenige impfen. Die Regierung Merkel musste damals mehrere Millionen nicht benötigter Impfdosen verbrennen lassen. Länder mit hohen Impfraten hatten viele Schwerbehinderte zu beklagen. Obwohl die Impfungen wegen den schweren Impfschäden abgebrochen wurden, gab es nur wenig Tote durch die Schweinegrippe. Dr. Wodak, Dr. Bakti, Dr. Köhnlein und weitere Kritiker hatten uns damals vor schweren Impfschäden erfolgreich beschützt. Heute werden diese tapferen Beschützer als gefährliche Verharmloser beschimpft und von Rundfunk und Fernsehen blockiert. Nun ist es wieder Big Pharma mit einer inszenierten Angstpanik gelungen, ein Milliardengeschäft mit Impfstoffen anzukurbeln. Big Pharma hat bereits gewonnen. Unabhängig davon, ob die Impfung etwas nützt oder überwiegend schadet. Verantwortungslos von unserer Regierung ist, dass mit Hilfe staatlicher Werbekampagnen die Alten als Versuchskaninchen den Anfang machen sollen.
Die Entwickler des Impfstoffes haben abgelehnt, sich selbst impfen zu lassen. Da schwerwiegende Langzeitschäden nicht vorhersehbar sind, ist es vernünftig, dass Alte zuerst geimpft werden, denn diese haben eine kürzere Lebenserwartung als junge Menschen. Verantwortungslos ist jedoch, dass man sie anlügt und ihnen sagt, ihr seid besonders gefährdet. Ob mit oder ohne Covid sterben immer vorwiegend alte und kranke Menschen. Dies ist der ganz normale Lebenslauf. Daran konnte auch die seit vielen Jahren eingesetzte Grippeimpfung nichts ändern. Wer an Diabetes erkrankt, stirbt durchschnittlich 12 Jahre früher. Bei der schweren Grippewelle 2018 lag das durchschnittliche Sterbealter der dabei Verstorbenen in Thüringen bei 75,5 Jahren. Damals starben diese Erkrankten somit ca. 5 Jahre früher. Das durchschnittliche Sterbealter der Covid-Toten ist etwa gleich dem aller Toten. So wie ich das mitbekommen habe, sogar ein bis zwei Jahre höher. Wer das Glück hat, sich mit diesem Virus anzustecken, hat sogar eine eher höhere als niedrigere Lebenserwartung. Mit Covid stirbt man statistisch keinen Tag früher. Die alten Menschen sterben nicht am Virus, sondern an Thrombosen, weil man sie nicht frei herumlaufen lässt, sondern einsperrt. Wegen der überzogenen Schutz- und Quarantänemaßnahmen fällt unnötig viel Pflegepersonal aus und die Verbliebenen brauchen zusätzlich viel Zeit, neu eingeführte Schutzmaßnahmen und somit weniger Zeit für die Betreuung. Die Alten können nicht mehr ordentlich gepflegt werden. Dies und die ständige Angstpropaganda der Medien führt zu weiteren Toten. Für mich ist eindeutig klar, nicht das Virus bringt die vielen Toten. Die vielen Toten bringen falsche Therapien und die Lockdown-Maßnahmen.